herzlich willkommen beim Video Was sind Open Educational Resources? Oder kurz OER. In diesem Video erhalten Sie einen ersten Überblick über freie Bildungsressourcen. Sie können damit Ihr Grundlagenwissen über OER fördern. Herzlich willkommen zu MOOC OER Nutzen und Erstellen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich und freuen uns über Ihre Teilnahme an unserem Weiterbildungsangebot. Im folgenden Video möchten wir Ihnen einen ersten allgemeinen Überblick über OER geben und Ihnen die Inhalte des MOOCs kurz vorstellen. Die Buchstaben OER stehen für Open Educational Resources, was sich mit freie Bildungsressourcen übersetzen lässt. Die erste inhaltliche Definition von OER durch die UNESCO stammt bereits aus dem Jahr 2002, die aktuellste aus 2019. Obwohl sich die Definitionen in der 20-jährigen Geschichte von OER verändert haben, bleibt die Offenheit der freien Bildungsressourcen das wesentliche Definitionskriterium. Zusammengefasst sind OER also Lehr- und Lernmaterialien, die unter einer offenen Lizenz stehen. Diese offene Lizenz respektiert die geistigen Eigentumsrechte und gewährt der Öffentlichkeit das Recht auf Zugang, Weiterverwendung, Nutzung zu beliebigen Zwecken, Bearbeitung und Weiterverbreitung der Bildungsmaterialien. Damit bieten OER einen möglichst rechtssicheren Umgang mit Lehr- und Lernmaterialien. Das in Kontinentaleuropa am häufigsten verwendete Lizenzsystem für OER sind Creative Commons oder kurz CC-Lizenzen. Die gemeinnützige Organisation Creative Commons stellt unterschiedliche Lizenzen zur Verfügung, die eine völlig freie oder nur mit geringfügigen Einschränkungen freie Werknutzung ermöglichen. Als wirklich freie Bildungsressourcen gelten dabei Materialien mit den Lizenzen CC BY und CC BY SA. CC-Lizenzen gelten international, ohne geografische Einschränkungen. Mit der Vergabe einer CC-Lizenz wird das österreichische Urheberrecht nicht ausgeschaltet, sondern es ermöglicht den Urheberinnen und Urhebern selbst zu bestimmen, was mit ihren Werken passieren darf und was nicht. CC-Lizenzen bestehen aus 4 Lizenzkomponenten, die wir anhand des OER-Logos kurz erklären. Zu den Lizenzkomponenten zählen der Titel des Werkes, der Name der Urheberin bzw. des Urhebers, die Lizenz und die Lizenzversion sowie der Ursprungsort, also der Ort, an dem das Werk zu finden ist. Für die Nutzung und Erstellung von OER gibt es mehrere gute Gründe. OER ermöglichen einen freien Zugang zur freien Bildung. Freie Bildungsressourcen sind kostenlos, frei verfügbar und können von allen verwendet werden. Damit profitieren auch wirklich alle von den bereitgestellten Bildungsinhalten. OER steigern die Qualität. Wenn Bildungsressourcen frei verfügbar sind und auch adaptiert werden können, ist es ein leichtes, Verbesserungen und Aktualisierungen vorzunehmen und die adaptierten Versionen dann wieder als OER zur Verfügung zu stellen. Das gilt für die Bereinigung von Tippfehlern ebenso wie für das Hinzufügen von Übersetzungen. OER erweitern die didaktischen Möglichkeiten. Durch ihre Modifizierbarkeit lassen sich freie Bildungsressourcen sehr flexibel an unterschiedliche Lernsettings anpassen. Weil der überwiegende Teil der OER elektronisch vorhanden ist, ist es auch leicht möglich, sie in offene und innovative Lernszenarien, wie zum Beispiel Blended Learning oder Flipped Classroom, zu integrieren. OER machen die eigene Lehrleistung sichtbarer. Freie Bildungsressourcen sind dazu da, um von anderen verwendet zu werden. Das erhöht die Nutzung der Materialien, was wiederum die Sichtbarkeit der eigenen Lehrleistung steigert. Die Produktion und Verbreitung von OER sind also gute Mittel, um die eigene Reputation zu stärken. Um OER effizient zu nutzen und richtig zu erstellen, braucht es ein paar Kenntnisse und Fertigkeiten, die wir Ihnen in diesem Kurs vermitteln wollen. Gemeinsam mit einem Team aus OER-Expertinnen und Experten haben wir insgesamt 4 Module für Sie zusammengestellt. Das erste Modul steht ganz im Zeichen des Einsteigens in den OER-Bereich. Expertinnen und Experten berichten von ihren OER-Erfahrungen, zeigen, welche Vorteile mit OER verbunden sind und erklären den Zusammenhang zwischen OER und Urheberrecht. Im zweiten Modul steht das Verwenden von OER im Mittelpunkt. Sie lernen die unterschiedlichen CC-Lizenztypen kennen und erfahren,
wie man Freibildungsressourcen teilt und wo man sie findet. Ein eigenes Video beschäftigt sich mit der Qualität von OER. Das dritte Modul widmet sich der Erstellung von OER. Es werden die dafür notwendigen Grundregeln erklärt und Sie erfahren alles rund um das Kombinieren und zur Verfügung stellen von OER inklusive der damit verbundenen rechtlichen Aspekte. Im vierten Modul planen Sie, aufbauend auf einen OER-Praxisbericht, Ihr eigenes OER-Projekt und erfahren, wie Sie zur OER-Expertin bzw. zum OER-Experten oder sogar zur OER-Trainerin bzw. zum OER-Trainer werden. Jedes Modul besteht aus mehreren Videos, die zum Teil auch mittels H5B interaktiv aufbereitet sind. Auf thematische Verzahnungen zwischen den Videos macht unser Kapteur aufmerksam, den Sie ja schon in diesem Video kennengelernt haben. Darüber hinaus finden Sie in jedem Modul auch weiterführende Materialien zum vertiefenden Selbststudium. Und am Ende jedes Moduls unterstützen Sie Quizfragen, Ihr Wissen zu festigen und zu überprüfen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Erkunden der spannenden Welt rund um OER. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. OER ermöglichen Ihnen den freien Zugang zu freier Bildung. OER steigern die Qualität. OER erweitern Ihre didaktischen Möglichkeiten. Und OER machen die eigene Lehrleistung sichtbarer. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihr Grundlagenwissen über OER erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!